Dina? Jesse? Je mehr, desto besser. Hey, sieh mal, Joe. Dein Lieblingsstreifen. Dina? Jesse? Wo sind die zwei? Sie hatte eine harte Nacht. Konnte kaum Wasser bei sich behalten. Du hättest mich wecken sollen. Ist sie schwanger? Ja. Ich verstehe, warum du hier bist. Aber sie muss zurück. Sie braucht Hilfe und die bekommt sie nicht, wenn... Ja, ich weiß. Ich weiß. Aber ich kann Tommy nicht im Stich lassen. Er ist meinetwegen hier. Vielleicht bringst du sie zurück. Sie wird nicht ohne dich gehen. Scheiß drauf. Holen wir Tommy. Das Aquarium, das Mädchen erwähnt hat. Tommy hat Abby noch nicht gefunden. Wir bleiben da, bis er sie hat. Und ist es okay für dich, Dina allein zu lassen? Sie will es so. Okay. Sagen wir, dass wir gehen. Wir treffen uns draußen. Ja. Hi. Hey, Babe. Du musst die Tür von Sven regeln. Okay. Los geht's. Laut deiner Karte liegt das Aquarium am Strand. Also hier lang. Ja. Mann, wir sollen in der Stadt trocken bleiben. Okay, hoch mit dir. Danke. Was hast du Dina erzählt? Dass wir im Aquarium nach Tommy suchen. Ich hab...
Ich erzählt, dass du es wusstest, so das. Meinte ich nicht. Das Aquarium meine Wurfbasis? Das glaube ich nicht. Nora meinte, dass sich Abby da versteckt. Hat sie dir erzählt, warum sie es getan haben? Ja. Ein Zerwürfnis zwischen Joel und einigen Fireflies. Jetzt Ex-Fireflies. Was für ein Zerwürfnis? Er war ein Schmuggler. Und es gab Streit wegen ein paar Waren. Es kam zum Kampf. Einige sind gestorben. Schätze, sie wollten Rache. Scheiße. Ändert das irgendwas für dich? Nö. Ich muss da was wissen. Wenn wir Tommy finden, gehen wir dann nach Hause? Ja. Ist ein paar der Arschlöcher am Leben? Jeder sollte zurück nach Jackson. Okay. Gut. Versperrt. Meinst du, wir kommen durch dieses Tagungszentrum? Versuchen wir es. Da hinten ist Licht. Blockiert? Ja. Fragst du dich manchmal, ob sie uns nach Jackson folgen werden? Was meinst du? Ich meine, wir mähen ihre Leute nieder. In ihrer Stadt. Wegen dem, was sie getan haben. Kam Abby und ihre Freunde nicht wegen Joe's Tat nach Jackson? Hier ist es nicht wie in Jackson. Joel und Tommy haben Abby geholfen, als sie angegriffen wurde. Diese Leute bringen einfach nur jeden um. Sie haben sofort auf dich geschossen, oder? Ja, stimmt wohl. Ist sie schon lange so schlecht? Nur ein paar Tage. Als wir hergekommen sind, hat sie eine Horde Wolves kalt gemacht. Du wärst beeindruckt gewesen. Oh ja, mit ihr sollte man sich nicht anlegen. Du mir mal?
Okay. Hier durch. Ich muss einfach fragen. Warum hat sie mir nichts gesagt, dass sie schwanger ist? Hört zu. Sie sagt es dir sicher, wenn... Ist für heute geplant. Alle Einheiten werden dabei sein. Wer hat dir das gesagt? Der Chef Beck. Wenn ich in dieses Gebiet warten auf die Einheit, dann machen wir die ganze Sache. Letztes Mal... Das wird nicht wie letztes Mal. Ich bin nervös. Wir sind alle nervös. Das ganze Ufer ist gesichert. Wir werden uns einfach im Wasser abknallen. Hey, hab Vertrauen. Du klingst wie die. Tu nicht so, als hätten wir eine Wahl. Denk lieber dran, was ist, wenn wir es schaffen. Ich dachte, da war was. Los, schauen wir nach. Ich gebe Deckung. Dürfte reichen. Scheiß Wolfs, Mann. Echt schießwütig. Sie führen Krieg mit dem verdammten Kult. Hab sie drüber reden hören. Seraphinten oder so? Seraphiten? Ich hab gehört, man nennt sie Skars. Schon mal ein begegnet? Nein. Glück gehabt.
Was ist alles für Poster? Ein Haufen Comics. Moment, was ist hier passiert? Ein Treffen von Leuten, die sich für den Kram interessieren? Wie du im Grunde. Wir wurden zur falschen Zeit geboren, Mann. Was wolltest du sagen? Vorhin? Wegen Dina. Du meintest, sie sagt es mir, wenn... Sobald die Dinge hier geklärt sind. Ich schätze, irgendwann wird es nicht mehr zu verbergen sein. Weißt du, ob sie es behält? Keine Ahnung. Was für ein Chaos. Das Aquarium. Das ist gleich neben dem Riesenrad. Dann hoffe ich mal, dass Tommy das auch weiß. Verdammt! Da müssen wir wohl schwimmen.